is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Alle Nationen folgen Amerikas Führung. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und aller anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Die Geschichte wird sich wiederholen. Falsche Religion wird erhöht werden. Der erste Tag der Woche, ein gewöhnlicher Werktag, der überhaupt keine Heiligkeit besitzt, wird aufgestellt werden wie damals das Bild in Babylon. Allen Nationen und Sprachen und Völkern wird befohlen werden, diesen gefälschten Sabbat anzubeten. Das ist Satans Plan, um den Tag beiseite zu schieben, der von Gott eingesetzt und der Welt als Denkmal der Schöpfung geschenkt wurde. Das Gesetz, das die Anbetung dieses Tages durchsetzt, wird in die ganze Welt hinausgehen. So wie sich Amerika, das Land der religiösen Freiheit, mit dem Papsttum verbünden wird, um dem Gewissen Gewalt anzutun und die Menschen zur Verehrung des falschen Sabbats zu zwingen, werden die Menschen aller Länder auf dem Erdball dahin geführt werden, seinem Beispiel zu folgen. Andere Nationen werden dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen. Obwohl Amerika anführt, wird dieselbe Krise über all unsere Leute in allen Teilen der Welt hereinbrechen. Die Nationen werden bis aufs Mark aufgewühlt werden. Jede Unterstützung wird den Leuten entzogen werden, die Gottes einzigen Maßstab der Gerechtigkeit, den einzig gültigen Prüfstein des Charakters, verkündigen. Und wer immer sich dem Erlass der nationalen Räte nicht beugen und den Landesgesetzen nicht gehorchen will, also den vom Menschen der Sünde eingeführten Sabbat nicht hochhält und damit Gottes heiligen Tag zu missachten, wird nicht nur die drückende Macht des Papsttums allein zu spüren bekommen, sondern auch die der protestantischen Welt, die ja das Bild des Tieres ist. Die Zeit der Bedrängnis, die dem Volk Gottes bevorsteht, erfordert einen Glauben, der nicht wankt. Seine Kinder müssen deutlich zum Ausdruck bringen, dass er allein Gegenstand ihrer Anbetung ist und dass keine Erwägung, nicht einmal die Rücksicht auf das eigene Leben, sie dazu verlocken könnte, falscher Anbetung auch nur die geringsten Konzessionen zu machen. Dem treuen Herzen werden die Befehle sündiger, vergänglicher Menschen im Vergleich zum Wort des ewigen Gottes zur Bedeutungslosigkeit absinken. Sie werden der Wahrheit gehorchen, obwohl die Folge Gefängnis sein kann oder Exil oder sogar Tod. Are you ready?